Wir haben die Nintendo Switch, die erste Version, die Switch Lite, die Revision und das OLED-Modell. Und dennoch wissen wir vielleicht nicht alle Funktionen der Nintendo Switch, beziehungsweise kennen sie nicht. Da sind ein paar echt nützliche Features bei, die ich auch erst in den letzten Wochen kennengelernt habe. Und die möchte ich euch heute einfach mal vorstellen. Natürlich ist das ein oder andere vielleicht nicht ganz so hilfreich, aber vielleicht dennoch möchte der ein oder andere es ja wissen. Es ist eigentlich grundsätzlich egal, ob ihr die Lite habt oder welches Modell auch immer. Wichtig ist einfach nur die aktuelle Firmware. Ja, und ein, zwei Tricks gehen auch nicht mit der Lite. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein, beziehungsweise bevor wir reinstarten und wenn ihr nämlich neu seid auf dem Kanal und mehr Nintendo Switch Content mögt, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo da, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr in Zukunft auch kein Video mehr. Oh Gott, ich hätte es fast fehlerfrei gesagt. Der erste Trick geht im Prinzip eigentlich an unsere Handheld-Spieler und auch ich nutze das häufiger, wenn ich mit der Switch Lite im Handheld spiele oder jetzt auch mit dem OLED-Modell. Und zwar ist die Switch in der Lage zu zoomen und zwar in-game oder auch im Menü. Und das kann ganz schön hilfreich sein, insbesondere dann, wenn man zum Beispiel eben was lesen möchte, was man so nicht lesen kann. Gut, bei mir liegt das vielleicht am Alter, aber es ist auch einfach manchmal angenehm. Allerdings muss man das auch erstmal aktivieren. Und zwar geht man dazu in die Systemeinstellungen, dann unter Konsole und dabei Zoom macht man den eben halt von aus auf an. Und dann ist es eigentlich relativ einfach. Man kann das dann in dem Spiel oder aber auch in einem Menü einfach aktivieren. Mit zweimal den Home-Button drücken und schon bin ich im Zoom-Modus. Mix X und Y kann ich rein und rauszoomen. Und wenn ich wieder doppelt Home klicke, bin ich halt einfach wieder im normalen Modus. Insbesondere, wie gesagt, für Handheld-Spieler manchmal echt eine große Hilfe. Der nächste ist für Leute, die vielleicht ihre Joy-Cons verlieren. Ich kenne jetzt keinen. Ja, aber man kann seine Joy-Cons oder auch seine Controller suchen. Einzige Voraussetzung ist, dass die Joy-Cons oder die Controller halt an sein müssen und in Reichweite der Konsole. Dann geht man ganz einfach auf Controller und Controller suchen und dann fangen die Dinger an zu vibrieren. Wie gesagt, die müssen an sein, sie müssen in der Nähe sein. Das heißt, gegebenenfalls muss man mit der Switch rumlaufen. Und wie gesagt, nochmal, ich verliere nie meine Controller. Von daher wüsste ich ja nicht, für wen das gemacht ist. Die nächste Funktion ist insbesondere für Elternteile vielleicht interessant, aber auch für den normalen Spieler, der vielleicht ein wenig detailliert sehen möchte, was er im letzten Monat gespielt hat. Und zwar geht es um die App Nintendo Switch Altersbeschränkung. Ja, die App heißt tatsächlich so, ist für Android und natürlich auch für iOS verfügbar. Die könnt ihr euch runterladen, mit eurem Nintendo Online-Konto anmelden und dann eure Switch verknüpfen. Eltern können darüber dann zum Beispiel steuern, zu sagen, okay, mein Kind kann jetzt ein, zwei Stunden am Tag spielen, einen Zeitplan einstellen und die Switch meldet dem Kind dann oben links eingeblendet, dass die Zeit abgelaufen ist. Ja, und dann soll das Kind eigentlich die Switch ausmachen. Ja, gut, vielleicht gibt es ja Kinder, wo das funktioniert, aber man kann es dann noch einen Schritt weitermachen. Man kann dann auch einfach sagen, nein, okay, beende jetzt die Software und dann geht die Switch aus. Und ich würde sagen, das müssen wir meistens bei den meisten Kindern machen, denn wer hält sich denn schon an Zeiten? Aber nicht nur das, wir können das natürlich auch auf Alters beschränken. Das heißt, wir können der Switch sagen, du darfst nur das und diese Spiele mit den Altersbeschränkungen freigeben, was auch ganz hilfreich ist. Und auch das Posten von Fotos oder Videos in sozialen Netzwerken, was man ja über die Switch machen kann, kann man dort sperren. Auch sieht man dann monatlich, wer was gespielt hat, beziehungsweise was man gespielt hat, in wie vielen Stunden. Und das ist eigentlich auch interessant für die Erwachsenen. Die müssen sich ja nicht unbedingt eine Altersbeschränkung einrichten, sondern haben da aber detailliert, an welchen Tagen sie was gespielt haben und wie lange, weil man das dann sonst immer nur über das Nintendo-Profil machen kann und das da auch nicht so wunderschön aufgelistet ist. Also vielleicht auch ein Tipp für alle Erwachsenen. Die nächste Funktion ist der Recovery-Modus, denn ich hatte schon häufiger mal gesehen, dass einige vielleicht über das normale Menü kein System-Update mehr machen können, weil vielleicht ein Fehler vorliegt oder sonst etwas. Und das Ganze kann man mit jeder Switch machen. Ganz, ganz wichtig, Leute, ist, dass erstmal die Switch komplett ausgeschaltet ist. Deswegen drückt oben den Power-Knopf so lange, bis die Power-Option kommt, geht dann eben auf Power-Option und dann ausschalten. Es darf sich nicht im Standby befinden. Dann drückt ihr ganz einfach die An-Taste und drückt aber erst gleichzeitig noch Plus und Minus. Ja, Plus und Minus, dann die An-Taste, lasst die An-Taste los, drückt aber weiterhin Plus und Minus. Jetzt müsste ich das natürlich umdrehen, mache ich, sobald das Bildschirm kommt, hier kommt der Bildschirm, so Plus und Minus, dann kommt dieser Screen, ich hoffe, man kann das lesen, da gibt es dann Konsole aktualisieren, ja,
und Konsole zurücksetzen, ohne Speicherdaten zu löschen und auf Werkseinstellung zurücksetzen. Das heißt, man kann auch hier mit dieser Funktion das ganze Gerät komplett auf Werkseinstellung, dann löscht es aber alles. Man kann auch die Konsole nur zurücksetzen, ja, also per se zurücksetzen, aber die Speicherdaten drauflassen, was auch manchmal ganz hilfreich sein kann. Wenn ihr die Switch in einem Dock und an eurem Fernsehen betreibt, dann kann die Nintendo Switch sogar euren Fernseher steuern, beziehungsweise kann den Fernseher angehen lassen, wenn wir zum Beispiel die Switch anmachen oder wenn wir den Fernseher ausmachen, geht die Switch auch in den Standby. Das Ganze müssen wir allerdings aktivieren. Dazu gehen wir in die Systemeinstellung auf TV-Wiedergabe an TV-Energiestatus anpassen auf aktivieren und dann funktioniert das. Dann geht der Fernseher an, sobald zum Beispiel die Switch mit dem Dock verbunden wird, beziehungsweise wenn man die Switch in der Dock anschaltet. Wenn der TV ausgeschaltet wird, geht die Switch dann eben in den Standby. Allerdings muss man darauf achten, dass nicht alle Fernseher kompatibel sind, die neuesten eigentlich schon. Allerdings kann es auch sein, dass ihr in der Energieoption von eurem TV das gegebenenfalls auch anschalten müsst. Deswegen da einfach nochmal nachschauen. Mit dem Update 13.0.0 können wir endlich Bluetooth-Kopfhörer mit der Switch verbinden. Wirklich das beste Update seit Jahren und das meine ich mit Ernst. Allerdings, wie kann man die ganzen koppeln? Eigentlich relativ einfach. Ihr geht auf Systemeinstellung, Bluetooth-Audio-Gerät hinzufügen. Versetzt dann euer Gerät in Pairing-Mode. Bei mir wären es zum Beispiel jetzt hier diese Kopfhörer, da muss ich einfach nur aufklappen, dann gehen die in den Pairing-Mode, dann gehe ich einfach auf Verbinden und schon werden sie irgendwann verbunden. Allerdings kann es manchmal sein, dass die Switch beim ersten Mal es nicht verbindet. Nicht verzweifeln, Leute, einfach 2-3 Mal probieren. Ich habe das jetzt schon häufiger mal auf Twitter und auf Reddit gelesen, dass es beim ersten Mal nicht geklappt hat und man das einfach wiederholt und irgendwann funktioniert das Ganze. Kommen wir mal zum Kalibrieren. Da könnt ihr zum Beispiel die Joy-Cons bzw. die Sticks kalibrieren und ihr könnt auch die Bewegungssteuerung kalibrieren. Fangen wir mal einfach mal an mit den Control-Sticks, jeden einzelnen des Controllers oder von den Joy-Cons, die ihr angeschlossen habt. Dazu geht ihr einfach zu der Systemeinstellung auf Control-Sticks kalibrieren, den Control-Stick bewegen, den ihr kalibrieren wollt und schaut dann einfach mal genau auf dem Bildschirm, was ihr da machen wollt. Das solltet ihr wirklich nur machen, wenn ihr Probleme mit dem Joy-Con habt, also auch der berühmte Joy-Con Drift wird dann durch die Kalibrierung nicht weggehen, das kann ich schon mal sagen. Aber manchmal hat man einfach so einen leichteren Drift-Problem, der da durch die Kalibrierung behoben werden kann. Wenn ihr Bewegungssteuerung viel spielt mit der Konsole oder aber auch mit den Joy-Cons, dann könnt ihr vielleicht irgendwann mal feststellen, dass irgendwie die Bewegungssteuerung einfach nicht mehr so funktioniert wie vom Anfang. Das ist auch relativ einfach. Da geht ihr auch unter Systemeinstellung, Bewegungssteuerung kalibrieren und dann einfach auf Konsole oder eben Controller und einfach den Anweisungen folgen. In der Regel muss man das Gerät nur flach auf den Tisch legen und warten, bis es kalibriert ist. Auch wenn es im Normalfall nicht vorkommen sollte, kann es sein, dass eure Nintendo Switch einfach mal streikt. In diesem Fall hängt sich das System komplett auf und lässt sich beispielsweise nicht mal mehr neu starten. Die Konsole reagiert zudem scheinbar auf gar keine Tasteneingabe mehr. Ich hatte das zum Beispiel mal bei meiner Switch Lite, nachdem ich sie längere Zeit nicht geladen habe. Ich hatte sie dann vollgeladen, aber sie wollte zum Verrecken einfach nicht angehen. In diesem Fall zum Beispiel könnt ihr die Konsole zwingen, komplett herunterzufahren. Dafür müsst ihr den Power-Button an der Oberseite einfach für 12 Sekunden gedrückt halten. Also einfach den Power-Button durchgedrückt halten, 12 Sekunden lang mindestens. Dann geht das Gerät komplett aus, egal was auf dem Display steht oder auch wenn da nichts steht. Anschließend wartet ihr bitte noch mal ein paar Sekunden und könnt die Konsole dann wieder einschalten. Wie gesagt, ich hatte das ja schon 2-3 Mal bei meinen Konsolen und das ist immer ein Tipp, der wirklich dann hilft. Unsere Nintendo Switch kann auch Videoclips abspielen. Nee, aufnehmen. So wollte ich das sagen. Und zwar von den Spielen oder beziehungsweise generell, wo wir uns eigentlich gerade befinden. Und zwar speichert die Switch die vorangegangenen 30 Sekunden in einem Clip, was manchmal ganz hilfreich sein kann. Zum Beispiel, wenn man gerade irgendwie ein Spiel macht, man hat irgendwas Cooles entdeckt, möchte das aber nochmal speichern, dann kann man einfach die Videoaufnahmefunktion benutzen und dazu einfach den Videoaufnahmeknopf oder wie auch immer der heißt. Ja, das ist dieser gute Button hier. Ich will euch das mal so zeigen. Nicht der Home-Button, der hier unten, der hier. Ja, den drückt ihr längere Zeit, dann steht oben irgendwann Video gespeichert. Wie gesagt, das Ganze geht nur für 30 Sekunden und ist dann eben halt
rückwirkend. Das heißt, wenn irgendwas passiert ist und ihr wollt es aufzeichnen, einfach den Knopf drücken, Videoaufnahme wird gespeichert und dann habt ihr es auf jeden Fall auf eurer Konsole. Das ganz Coole daran ist, man kann es dann auch problemlos irgendwie ans Handy übertragen oder aber die Konsole per Kabel an den PC anschließen, das noch kurz aktivieren, dass ich das per Kabel übermitteln möchte und dann kann ich ganz normal auf die Switch zugreifen, in den Bilderfolder gehen und mir das Video einfach auf meinen PC laden, bearbeiten, hochladen, was auch immer ich damit mache. Ich nutze das zum Beispiel häufiger mal für meine Gameplay-Folgen, wenn ich dann irgendwie im Handheld-Modus spiele und zeichne dann so im Prinzip das Gameplay ab und an mal auf und verwende das dann in meinen Videos. Es gibt Spiele im eShop in Japan oder aber auch in Amerika, die es hier in Deutschland manchmal einfach nicht gibt. Und dann wäre es doch schön, wenn man einen japanischen bzw. einen amerikanischen oder australischen oder was auch immer Account hätte. Und das kann man sich relativ einfach anlegen. Und zwar ist es ganz einfach, ihr geht auf die Nintendo-Seite und erstellt euch einen frisch neuen Account. Wichtig dabei ist allerdings, dass ihr dann bei der Landregion das Land wählt, wo der Benutzer eben halt sein sollte. Also dann entweder jetzt in meinem Fall jetzt mal Japan oder dann Amerika oder jedes andere Land geht natürlich auch. Dann geht ihr zurück auf eure Switch, erstellt ein neues Profil und verknüpft dieses Profil dann mit diesem Nintendo-Account. Wie gesagt, bei mir jetzt einfach hier mal beispielhaft Japan. Und wenn ich mich mit diesem Account dann, also mit diesem Profil im eShop anmelde, bin ich im japanischen eStore und könnte so zum Beispiel Yo-Kai Watch 4 herunterladen oder irgendein Spiel, was es hier in Europa nicht gibt. Meistens sind die Dinge natürlich nicht lokalisiert, das heißt, ich müsste Japanisch können, kann ich nicht, aber es gibt ja auch manchmal hier und da Spiele, die nicht unbedingt eine Übersetzung benötigen oder wo ich die Sprache vielleicht nicht so verstehen muss. Ein letzter Trick, den hatte ich aber schon häufiger mal erwähnt und auch in meinen Streams auf Twitch schon häufiger mal erwähnt. Im Übrigen, wer mir auf Twitch noch nicht folgt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Und zwar könnt ihr an die Switch per Dock, das geht natürlich nicht an der Switch Lite, eine Tastatur anschließen. Ist total egal, ob per USB oder per Funk. Ich nutze das häufig einfach, um im eShop nach Sachen zu suchen oder einfach mein Passwort einzugeben. Es geht aber allerdings auch bei einigen Spielen, wo ich chatten kann, zum Beispiel bei Animal Crossing, kann ich auch über die Tastatur dann die Sprache bzw. das dort eingeben. Aber es funktioniert nicht in Spielen. Das heißt, wenn ihr ein Spiel mit der Tastatur spielen wollt über die Nintendo Switch, funktioniert das Ganze nicht. Man kann auch mal eine Maus anschließen, die funktioniert aber auch nur in einem Spiel, nämlich im Garage Builders. Wie heißt das eigentlich, ein deutscher Spiel? Keine Ahnung. Aber da kann man sogar eine Maus verwenden. Wenn es noch weitere Funktionen gibt, die euch die hilfreich sein können, dann könnt ihr es unten in die Kommentare schreiben. Wenn ihr vielleicht auf der Suche nach gutem Zubehör seid, dann schaut euch dieses Video an und ich bin raus.